Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir mal wieder in Kobe mit Mayu und Louis. Mayu und Louis haben hier gleich einen Termin. Deswegen sind wir heute hier. Wenn die den Termin haben, da kann ich leider nicht mit, werde ich ein bisschen Kobe mit euch zusammen erkunden. Aber wir starten den Tag erstmal zusammen. Louis ist gerade aufgewacht, hat gerade in der Bahn noch geschlafen. Ne, Louis, bist du bereit? Louis ist bereit. Seht ihr? Let's go! Wir sind ja gerade bei Mujirushi und ich habe hier eine Hose anprobiert gerade. Eine schön luftige Hose für den Frühling, Sommer jetzt. Die nehme ich noch mit. Hier sehen Sie Picasso bei der Arbeit. Er malt gerade ein wunderschönes Bild. Schaut euch an, diese Filigranalität oder wie das heißt. Schaut es euch an da. Die Punkte und Akzente werden gesetzt. Das ist der neue Picasso Japans. Wir haben jetzt hier auf der Etage von Muji direkt einen Italiener gefunden. Ja, auch Italiener in Japan. Gibt es wirklich eine Menge mit Pizza und Pasta und allem drumherum. Ich habe eine Pizza bestellt, Mayu hat Pasta bestellt. Und da wollen wir mal gucken, wie das schmeckt. Da wir beim Italiener sind, habe ich mir hier auch einen Cappuccino mit Zimt drauf bestellt. Und zwar in der Eisversion. Cappuccino Eis habe ich auch noch nie gehört, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich es mal genommen. Schmeckt aber sehr, sehr gut. Ja, schmeckt wirklich sehr lecker. Ein guter Cappuccino, nur halt in kalt. Kannst du keinem erzählen, Mann. Kalter Cappuccino. Hier ist jetzt die Pizza, Leute, mit Margarita. Sieht ganz gut aus, oder? Also ich muss sagen, finde ich, sieht sehr, sehr gut aus. Ging auch sehr schnell. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wie die schmeckt. Aber so sieht eine Margarita beim Italiener in Japan aus. Leute, ich habe eben Blödsinn erzählt. Mayu hat keine Pasta, Mayu hat Gnocchi genommen, oder wie man die ausspricht. Ja, mega lecker, sagt Mayu. Also wir haben nichts erwartet von dem Laden, ehrlich gesagt, weil wir den auch nur durch Zufall gefunden haben. Aber er ist richtig geil. Die Pizza ist auch richtig gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Richtig, richtig gut. Mega oishi. Und Louis bekommt natürlich auch hier ein bisschen was zu essen. Ein Nachteil, den ich euch noch sagen wollte bei Pizzen in Japan ist, schaut euch das an. Hier, der Boden ist immer sehr, sehr dünn gemacht. Das heißt, wenn die Spitze noch dran ist, kann man das kaum hier so richtig halten und essen, weil die Spitze einfach runterfällt und man das nicht bis zum Mund bekommt, sondern die Tomate dann irgendwo auf der Hose ist oder so. Das ist noch so ein kleiner, ja, negativer Punkt an der Pizza. Aber die Pizza, super, super lecker. Auch das von Mayu, einfach köstlich, richtig gut. Der kleine Louis liebt Aufzüge im Übrigen. Er wartet immer ganz brav davor. Er drückt den Knopf und dann wartet er ganz brav, bis der Aufzug kommt. Er liebt die Dinger einfach. Hier ist wieder einer von diesen richtig heftigen Babyräumen, Leute. Die sind wirklich der Wahnsinn. Die helfen so viel, wenn man irgendwo unterwegs ist. Schaut euch das an. Alleine hier hat man 3, 4, im Grunde 5 Plätze, wo man Windel wechseln kann. Man hat hier so ein Gerät, wo man die Windel reinstecken kann, wo die einfach eingesaugt wird. Sogar 2 davon. Und es gibt hier wirklich noch alles. Es gibt da eine Mikrowelle, man kann die Milch warm machen, da ist Stillzimmer. Es gibt hier wirklich alles hier fürs Mittagessen geben, noch diese Stühle. Die sind einfach der Hammer. Das hilft so sehr als Eltern, diese Räume hier zu haben. Und die gibt es in Osaka halt zuhauf. Ich habe gehört, in anderen Teilen Japans nicht so viel. Aber hier sind die halt zuhauf vorhanden und das ist echt eine große Hilfe. Thank you.
sind jetzt weg beim Termin. Das heißt, Kevin allein in Kobe ist jetzt am Start. Wir gehen zu einem Ort, den ich euch auch schon immer mal in dem Vlog zeigen wollte, bisher aber nie gemacht habe, weil es sich halt nie ergeben hat. Jetzt ergibt es sich und ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg dahin. Kobe, eine wundervolle Stadt im Übrigen. Jedes Mal, wenn ich hier bin, bewundere ich, wie sauber, clean und das alles ist. Ist nämlich noch mal ein bisschen was anderes als in Osaka, muss man ganz ehrlich sagen. In Osaka ist halt von der Atmosphäre her immer so ein bisschen, ja, ich würde es mal nennen, dreckiger. Oh, warte, ich muss die Ampel kriegen. Da habe ich die Ampel doch nicht bekommen, muss doch warten. Sind hier immer riesige Straßen, ja, da muss man immer eine Ewigkeit warten, bis die Ampel wieder grün wird. Deswegen, wenn ich sie mitnehmen kann, versuche ich sie mitzunehmen. Auf jeden Fall, Osaka ist immer so ein bisschen dreckiger noch, könnte man sagen. Nicht unbedingt, weil da mehr Müll rumliegt, sondern von der Atmosphäre und von den Leuten vielleicht so ein bisschen. Einfach, ja, man hat das Gefühl. Und hier in Kobe ist alles irgendwie nochmal 5000% cleaner, so fühlt es sich zumindest an. Und ich mag einfach die Atmosphäre hier total. Also Kobe jedes Mal immer wieder ein Genuss, muss ich ganz ehrlich sagen, ist eine Stadt, die mir unglaublich gut gefällt. So, jetzt machen wir uns auf den Weg zu dem Ort, zu dem ich mit euch gehen wollte. Hier bin ich jetzt an einem Ort, der Ijinkan heißt. Von den Kanji her ist das am Ende des Kanji für Haus im Grunde, in der Mitte für Mensch und am Anfang für Anderssein. Das heißt Häuser für Menschen, die anders sind, so könnte man es übersetzen. Oder, um es ein bisschen schöner auf Deutsch zu formulieren, Häuser für Ausländer. Hier im Hintergrund zum Beispiel, das hier ist das Haus vom Thomas gewesen. Der Thomas war Deutscher. Was genau er gemacht hat, was genau er für ein Thomas war, weiß ich nicht. Aber stand unten dran, das ist das Haus vom Thomas gewesen. Warum steht hier das Haus vom Thomas in Kobe? Das kommt ein bisschen aus der Meiji-Zeit, denn zur Meiji-Zeit, wie ihr vielleicht wisst, sind die schwarzen Schiffe der Amerikaner gekommen, haben Japan dazu gedrängt, sich für Ausländer zu öffnen und dann sind auch eine ganze Menge an Ausländern nach und nach Japan gekommen und vor allem auch nach Kobe. Also auch noch in andere Bereiche Japans, Yokohama zum Beispiel, da gibt es auch noch Häuser, die so ein bisschen europäisch aussehen, vor allem Europäer und dann auch Amerikaner natürlich. Und die haben hier so kleine Städte, ja, gebaut, könnte man so sagen, mit ihren Häusern, die sie ja hatten. Und die sind teilweise bis heute noch erhalten wie dieses hier. Das nennt man dann eben ja die Häuser von Andersartigen. Finde ich ganz interessant. Und damals zu der Zeit, zur Meiji-Zeit, durften Ausländer halt auch noch nicht so wirklich viel machen in Japan. Die durften nur in bestimmten Gebieten leben, ne, mit der Arbeit und alles. Das war noch ein bisschen schwieriger. Aber vor allem nach Kobe ist auch heute noch sehr international. Kobe, viele Engländer waren hier auch, weshalb man immer wieder Cafés sieht im englischen Stil. Aber auch viele Deutsche, ne, die Brotbackkunst und so mit nach Japan dann gebracht haben, hier nach Kobe auch. Aber natürlich halt auch Amerikaner und andere Ausländer. Das finde ich auf jeden Fall ganz interessant. Hier werden auch immer mal wieder Fernsehsendungen gedreht, Fernsehdramen zum Beispiel. Und da ist Kobe auch so ein bisschen bekannt für dieses teilweise bisschen europäische Stadtbild, was eben aus der Geschichte rührt, dass hier viele Europäer in Kobe eben auch waren. Wollte ich euch mal zeigen, die Aussicht im Hintergrund ist übrigens wieder atemberaubend hier. Ne? Von Kobe liegt ja am Berg, kann man gucken auf das Meer teilweise. Auch hier hinten sieht man das Meer, dann irgendwo jetzt auf der Kamera wahrscheinlich nicht. Aber ja, das ist ganz interessant.
Alexander. Wusstet ihr das, Leute? Wusstet ihr, dass in Kobe so viele Ausländer waren, unter anderem auch Deutsche? Und habt ihr schon mal von dieser Ijinkan hier, von diesen ausländischen Häusern gehört? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. So, ja, ich werde mich jetzt hier noch ein bisschen umgucken. Ich bin irgendwie beim Schrein gelandet hier, bei dem Temmangu, ja, also einem guten, wo der Sugawara no Michizane wieder verehrt wird, unser Gott des Lernens hier. Und jetzt gucke ich mir den Schrein, würde ich sagen, noch mal ein bisschen an. Und dann mache ich mich gleich auch schon auf den Weg, Mai und Louis abzuholen. Die sind nämlich gleich fertig. Das war ein richtig schön gestalteter Schrein, fand ich. Also wirklich, der hatte alles, der hatte Aussicht, der hatte von den Gebäuden her, das war alles schön. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ein richtig schöner Schrein hier einfach noch an den schön europäisch aussehenden Häusern. Erinnert mich immer so ein bisschen an Europa, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn man ein bisschen Sehnsucht nach Europa hat, nach Kobe kommen, da kann man eigentlich nichts falsch machen. Es gibt ja auch eine Menge an Restaurants, an französischen Restaurants, an Italienern und. Zum Beispiel die Gastfamilie, die hat gesagt, wenn sie französisch oder europäisch essen möchte, kommt sie immer nach Kobe. Die sind immer extra hier hingefahren, weil hier gibt es halt echt ziemlich viel gutes Zeug. Alles klar, Leute, ich mache mich auf den Weg, Mai und Louis abzuholen. Dann gucken wir mal, ob die erfolgreich waren bei ihrem Termin und ja, was wir hier so noch entdecken. Direkt nachdem ich die beiden abgeholt hatte, haben wir uns dann auf den Weg gemacht in den Untergrund von Kobe, um den Bahnhof herum. Da gibt es nämlich immer eine Menge an interessanten Geschäften, die Süßigkeiten verkaufen, die aber auch Essen verkaufen. Und wir brauchten noch einen Bento oder irgendwas zu essen für halt den Abend. Dort haben wir das dann auch eingekauft und haben außerdem noch einen Laden gefunden, der so Karepan-ähnliche, ja, Brötchen kann man die vielleicht nennen, verkauft. Mit so einer Füllung, die war auch wirklich ganz gut, sehr zu empfehlen, aber generell liebe ich diese Ladenpassagen im Untergrund von Bahnhöfen oder auch Shopping-Malls, weil es da einfach so viel gutes Zeug gibt. Leider sind die aber auch oft ziemlich überfüllt. Die Sonne geht schon wieder unter, Leute. Ich habe Mai und Louis jetzt abgeholt vom Termin. Und dann machen wir uns jetzt auch schon auf den Weg nach Hause. Denn wie ihr seht, die Sonne geht schon unter. Obwohl die Sonne jetzt auch schon ein bisschen später wieder untergeht. Wir haben ja Sommer, ne? Aber in Japan trotzdem. Im Sommer, so um die 5 Uhr, ist es dunkel. Also wesentlich früher als in Deutschland. In Deutschland kenne ich das noch teilweise bis 10 Uhr irgendwie hell. Das ist hier in Japan nicht der Fall. Sondern spätestens um 6 Uhr ist hier eigentlich alles mehr oder weniger dunkel. Ja, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, es war ein kleiner, interessanter Vlog für euch. War jetzt nicht so super spektakulär. Aber ja, war trotzdem sehr, sehr schön, fand ich. Und wir haben einiges gesehen. Ich habe euch ein bisschen dieses europäische Viertel, so könnte man es nennen, gezeigt. Und ihr habt so ein bisschen gesehen, wie Pizza in Japan funktioniert. Und einen kleinen Schrein hatten wir auch noch. Also rundum eigentlich sehr, sehr schön. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr mehr aus Japan sehen wollt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann!